So, weiter geht's. Mit einem Archmage bestimmt nicht. Mit einem Spellsword, wenn wir bessere Skills hätten. Und noch ein Spellsword. Nö, Select. Paladin mit HP und Mana vertauschte. Nein. Ein Spellsword, der schneller läuft. Und ein Spelunker. Das war ja eigentlich der Plan. Wir wollten so lange grinden, bis ein Spelunker einigermaßen durch kann. Und damit mit dem Spelunker noch mehr grinden. Und dann die Fun-Builds ausprobieren. Boah, so nehmen wir den einfach mal. So, 17.000. Haben wir irgendwas Neues? Was bist du? Royal Chest. 30 mehr Rüstung. Okay. Sieht ein bisschen komisch aus, aber okay. Achso, warte mal. Armschon-Dingens. Haben wir auch was Neues. Slayer Limbs. Mehr Magie, weniger Rüstung. Dafür Crit Chance, Crit Damage und Damage Return. Mhm. Ja, das Slayer Set. Ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. So, du tausch mal bitte. Blut gegen was? Nee, das Blut kann bleiben. Warum sind genau die Münzen, die ich haben will, nicht da? Also die Runen. Das da und das da hätte ich gerne. Okay. Da Gold. Da Gold. So, das heißt zweimal Gold, zweimal Blut und Doppelsprung. Mhm. 10.000 haben wir noch. Dann nehmen wir doch mal. Zing, zing, zing. Einmal. Zweimal Rüstung. Damit wir nicht ganz so schnell sterben. Und dann gucken wir mal, wie viel so ein Spelunky aushält. 340 ist so viel wie ein Hokage. Mit viel weniger Schaden und so weiter. Nicht nach oben drücken. Danke. Also ja, Kisten jagen wird unser Hauptziel sein. Gucken wir doch mal. Rechts müsste gleich eine sein. Oh, nein. Hahaha. Schon mal kein guter Anfang. Oh. Magier gewonnen-hittet. Okay, es war ein Crit, aber gucken wir mal. Ching, 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 ching. Oh ja, Gold, 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 Gold. Au. Und wir haben diese Skinny-Eigenschaft, die ist richtig nervig. Bei jedem Treffer werden wir richtig weit zurückgeschubst. Oh. Schon wieder ein Crit. Es ist ja schön und gut, dass die Crits kommen, aber ich würde gerne gucken, wie viel Schaden ich ohne Crits mache. Danke. Jetzt fliegt nicht weg. Ja, okay, das macht schon eher Sinn. Also drei Treffer ohne Crits bräuchten wir, um einen Magier umzubringen. Ich denke, das wird sich nicht rentieren als Spelunky. Weil das meiste Gold kriegen wir ja doch irgendwie von den Gegnern. Und wenn wir die Gegner nicht so leicht umbringen können, wie als Paladin oder Barbar, dann bringt das nichts. Aber ja, Tag und vor dem Abend loben und so. Wir spielen das Leben einfach einmal durch. Oh. Ja. Keinen Schaden nehmen. Wir haben nur Doppelsprung, kein Dreifachsprung, wir haben kein Fliegen, kein gar nichts. Das probiere ich, glaube ich, gar nicht erst. Truhen. Oben links sind ganz viele. Oh. Ja. Wenn wir da oben links überhaupt ankommen. Das mit den Crits ist echt super geil. Also ja, das Slayer-Outfit sollten wir unbedingt mal so einen Barbaren anziehen. Und gucken, was der so macht. Wow. Oh, die Truhen sind zwar oben links, da kommen wir gar nicht hin. Bist du ein Axtclown? Nö, bist ein Dolchclown. Das kannst du knicken. Also weg hier, weg hier, weg hier. Oh, nicht in die Stacheln. Ja, über uns ist ein. Ey, wo komm? Geh weg. Was machst du da? Komm runter. Aha.
meiner mächtigen Magie. Also ähnlich habe ich ihn ausgeschaltet. Hier geht's auch nicht nach oben. Menno. Es ist ja schön und gut, dass wir die Truhen sehen können. Aber das bringt uns nichts, wenn wir nicht dahin kommen, wo wir sie sehen. Oh. Zing, zing. Geh bloß weg, du komischer Typ hinter mir. So. Oh. Stirb. Oh. Nochmal. 3000, 4000 Gold haben wir jetzt. Weiß nicht. Also es macht nicht sehr viel Spaß, den Splunky zu spielen gerade. Ja. Oh. Das mit dem Barbaren war schon wesentlich angenehmer. Also wir haben noch genug Lebenspunkte, das ist es nicht. Aber ich habe das Gefühl, als wenn ich zu schnell welche verlieren würde. Schaden ist auch nicht ganz... Ich weiß auch nicht. Eigentlich ist es okay. Schaden ist okay, wegen den ganzen Crits. Lebenspunkte sind okay. Aber trotzdem ist da irgendwie so ein komisches Gefühl. Keine Ahnung. Oh. So. Oh. Kiste. Endlich. Au. Danke, dass du uns hochgeschubst hast. Oh, 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 oh. So, links ist noch eine Kiste. Hier lang. Mhm. 10.000 Gold. Also ja, da kann man auch nicht meckern. Oh, aber bei den Lebenspunkten kann man inzwischen meckern. Ah, 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 ah. Die Taschenlampe. Crit. Komm schon, komm schon. Oh, 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 oh. Yikes. Und wir werden gleich sterben. Kein Schaden nehmen. Müsste mit unserem Setting möglich sein. Aber ich bezweifle es. Oh. Das kam jetzt unerwartet. Doofes grünes Ding. Aber ja, ich mochte den Spelunky eh nicht. Also, gib mir einen Ball, den Barbar. Ja, aber kein Barbar, wo HP und Mana vertauscht sind. Und auch kein Barbar, der zurückgeschubst wird bei jedem Treffer. Das ist albern. Und ein Assassin, der gar nichts kann, will ich auch nicht. Assassin, Assassin, Assassin. Doofes Spiel. Ja, komm. Gehen wir sterben. 10.000 Gold. Stecken wir in was? Crit-Chance, Crit-Chance. Und die 2000 Gold geben wir für irgendwelche Ausrüstung aus, die wir nicht benutzen. 2, wir werden doch irgendwas für 2000 haben. So. Gut. Kriegt Charon nix und der Assassin hier stirbt einfach ganz schnell, denn ist gut. Also ja, nicht absichtlich, aber ich denke nicht, dass er so toll sein wird. Obwohl, warte mal, der hat ja noch eine höhere Crit-Chance und noch höheres Crit-Damage, ne? Das könnte richtig gut sein. Müssen wir gleich mal gucken. Jetzt winnen wir nicht irgendwelche Horrorräume. Komm, und ich vergesse Doppelsprung zu benutzen. Habe ich erwähnt, dass es ein Horrorraum ist? Weg hier, weg hier, weg hier. Oh. Das ist echt praktisch, seine Spezialfähigkeit. Oh. So. Aber braucht auch eine Menge Mana. Oh ja, die Klasse an sich hat Potenzial. Warte mal. X. Plus 15 Crit-Chance, plus 125% Crit-Damage. Das ist ordentlich. Also Crit-Chance ist bei 51% und Crit-Damage ist 375%. Wobei man bedenken muss, er macht weniger Grundschaden.
Also macht das mehr Crit Damage nicht unbedingt mehr, als es bei einem normalen Charakter machen würde. Wenn das jetzt gerade Sinn gemacht hat. Also sagen wir mal, Barbar macht 100 Schaden. Und der hat 100% Crit Damage Bonus. Das heißt, er würde 200 Schaden machen. Er hier allerdings macht nur 50 Schaden. Das heißt, wenn er 200% hat, macht er nur 150 Schaden. So irgendwie denke ich mir das. Oh. Ja. An die Kiste links kamen wir nicht ran. Okay. Oh. Oh. Also ja, die Fähigkeit von dem Assassin ist gut. Man muss ihn nur auch zum richtigen Zeitpunkt einsetzen können. Und das ist der Haken. Kaputt, kaputt, kaputt. Komischer Raum. Du bist kein Ubers. Oh, oh. Ja. So. Go, 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 Assassin Power. Zing, zing, zing. Also ja, so weit, so okay. Nicht, ah. Nicht überragend, aber okay. Oh. Aber so oder so sollte ich eh mal die ganzen anderen Klassen so ein bisschen spielen zwischendurch. Sonst werde ich mich niemals dran gewöhnen und dementsprechend auch niemals wirklich gut sein mit denen. Wodurch ich dann ja recht haben würde, dass die Klassen nicht gut sind. Also meh. Selbsterfüllende Prophezeiung kann auch in die Hose gehen. Yikes. Puschelwuschel, komm her. Komm her. So. Oh, zing. Oh. Haha, ich bin ein Schatten. Ja, du mich auch. Da wollte ich gerade mal einen coolen Spruch ablassen, von wegen, ich bin ein Schatten, ich kann nicht getroffen werden. Dann werde ich hinterrücks einfach erschossen. Das ist jetzt nicht ganz so episch gewesen. So, Cheater-Magier. Haben wir es bald mit den Geschossen da unten? Oh. Oh, warte mal. Wenn ich das Schattending anmache und angreife, geht er automatisch aus dem Schattenmodus raus. Heißt, ich muss den gar nicht manuell deaktivieren. Oh, das ist natürlich sehr schick. Okay. Die Klasse gefällt mir mehr und mehr. Und das mit den Lebenspunkten ist halt nicht so schön. Müssen wir gucken. Ah, Lebenspunkte, sag ich doch. Ah. Swoosh. Boah, das ist genial. Wir brauchen definitiv einen höheren Mana-Pool. Auf jeden Fall. Dann können wir auch die ganzen Horrorräume einfach so kennen. Wie, jetzt konnte ich gerade getarnt zaubern? Das müssen wir auch gleich mal testen. Aber Manas alle. Sabot. Jo. Yikes. So. Gib mir Mana. Und gib mir einen Assassin mit OCD. Also dieses Gegenstände kaputt hacken. Gib Mana. Das wäre richtig mächtig. Kaputt. Und du bist keine richtige Kiste. Aber du gibst trotzdem Gold. Aha. Ein leerer Raum. Dober Hund. Dober Hund. Oh. Mana alle. Hahaha. Au, 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 au. So, einer ist kaputt. Wir müssen die Augen ausschalten. Ja. Oh, au. So, Puschel ist auf. Komm schon. Kiste noch mit, schnell Kiste mit. Oh, 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 oh. Definitiv wesentlich hektischer zu spielen als ein Barbar. Aber wie gesagt, hat Potenzial. Trotzdem werde ich den aktiv nicht nehmen wollen als nächsten Charakter. Sondern erst, wenn wir wesentlich höheren Mana-Pool haben.
So. Keinen Schaden nehmen. Nö.